Geht ab YouTube, Tactics ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch. Und zwar habe ich wieder Neuigkeiten zu einigen Geschenken von Rockstar Games. Aber mehr dazu kommt natürlich nach dem Intro. Lasst jetzt schon mal eine positive Wertung da und abonniert nicht vergessen, um weiteres nicht zu verpassen. Selbstverständlich die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, falls mal die Abo-Box wieder spinnen sollte. Und was ich noch sagen wollte, ist ein fettes Dankeschön für den riesigen Support in letzter Zeit. Ich meine, mein letztes Video hat innerhalb einem Tag oder so, innerhalb kürzester Zeit, die 1000 Aufrufe-Marke geknackt. Ist zwar nicht unbedingt viel, aber ich finde dafür, dass ich in letzter Zeit nicht so aktiv Videos gemacht habe und jetzt wieder aktiv anfange, ist es schon eine riesige Anzahl an Aufrufen, weil ja auch einige Abonnenten natürlich wieder inaktiv werden, aber ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, jetzt kommt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Wie auch schon im Pre-Intro erwähnt, belohnt Rockstar Games in letzter Zeit wieder einige Spieler. Aber die Frage ist jetzt, welche Spieler belohnt dann Rockstar Games? Es geht um dieses neue Update oder diesen neuen Patch, der rausgekommen ist, dass man jetzt wieder den Duke of Death kaufen kann oder umsonst bekommen kann. Und ja noch einige andere Fahrzeuge, und wie zum Beispiel den Marshall. Und Leute, die den auf der letzten, also auf der Old Gen, sozusagen auf der PS3, in meinem Falle, gekauft haben, können den jetzt umsonst kaufen und kriegen sogar das Geld für die Fahrzeuge, die sie damals bezahlt haben, wieder zurück. Heißt, ich bekomme jetzt das Geld für den Duke of Death zurück, wenn ich den auf der Last Gen gekauft habe. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Das erste Mal klärt es das auf, warum wir Geld geschenkt bekommen. Also, heißt, wenn ihr den Duke of Death jetzt gefühlt 10-mal gekauft habt auf der Old Gen, bekommt ihr jetzt das 10-fache an Geld. Halt, heißt, wenn das Fahrzeug 500.000 gekostet hat, dann kriegt ihr das 10-fache. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, das kann man so machen. Da freue ich mich selbstverständlich auch drüber. Es gibt sogar Spieler, die weit über 23 Millionen bekommen haben. Die haben dann wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben damals und bekommen das jetzt wieder zurück. Ist auf jeden Fall eine richtig nice Sache von Rockstar Games. Haben sich auf jeden Fall cool überlegt. Schreibt mal auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr schon Geld bekommen habt, und wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr bekommen habt. Und wenn ihr gar nichts bekommt, dann schreibt einfach mal nur 0 Dollar in die Kommentare. Es interessiert mich nämlich, wie viele Spieler von euch überhaupt was bekommen haben oder nicht. Und das ist einfach so eine kleine Rückmeldung. Aber auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, lasst auch eine positive Bewertung da. Abonniert nicht vergessen, um weiteres nicht zu verpassen. Die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.